Spencer Middletons Hände waren an Stahlösen gekettet, die jemand mehr schlecht als recht an den Metalltisch in der Mitte des Verhörraums geschweißt hatte. Der Raum war kaum größer als Rogers Besenkammer. Eine Lampe, keine Fenster, zwei Klappstühle und ein Stativ mit Camcorder in der Ecke, die der Tür am nächsten war. Sie hatten ihn in einen orangenen Overall gesteckt, der ein paar Nummern zu groß war, und irgendjemand hat sich viel Mühe gegeben, ihn zu verprügeln. Sein linkes Auge war geschwollen und die Farbe dieser Schwellung vermischte sich mit dem Blau und Lila der Hämatome, die den Großteil seines Gesichts bedeckten. Als er mich sah, grinste er. Nun, du siehst nicht wie ein Anwalt aus und du bist ganz sicher kein Polizist. Lass mich raten, du bist der Neueste, den man geschickt hat, um mich zu töten. Ich brauchte ein paar Sekunden, um einen Eindruck von dem Mann zu bekommen, mit dem ich gleich sprechen wollte. Die Uhr tickte. Ich hatte nur 20 Minuten. Aber diese ersten kurzen Momente sind entscheidend und könnten den Unterschied ausmachen. Hier war ich nur ein paar Meter von dem Arschloch entfernt, das wahrscheinlich meine Nichte getötet hatte. Und ich musste einen Weg finden, um Informationen aus ihm herauszubekommen. Ich hatte nichts. Kein Zuckerbrot, keine Peitsche. Also, wie bringe ich ihn zum Reden? Hölle nochmal. Vielleicht gibt er mir das, was ich will. Einfach aus der Güte seines Herzens. Ich hatte auf der Fahrt etwas nachgeforscht. Spencer war ein Einheimischer, der vor einiger Zeit verschwunden war, um zur Armee zu gehen. Nach einer ehrenvollen Entlassung machte er es sich zur Aufgabe, größtenteils außerhalb der Gesellschaft zu leben, mit Ausnahme einiger Konfrontationen mit dem Gesetz. Er hatte die Angewohnheit, Kämpfe zu beginnen oder zu beenden, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich machte meinen ersten Zug, erwiderte sein Lächeln und zog den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches heraus. Von hier aus konnte ich sehen, dass der Mann eine bösartig aussehende Narbe direkt über seinem Hals hatte. Ich setzte mich hin, ihm gegenüber, und wartete darauf, ob er noch etwas anderes zu sagen hatte. Das hatte er nicht. Also fing ich an. Wer versucht dich zu töten, Spencer? Er lachte leise und sagte, hey, kenne ich dich nicht? Das bezweifle ich. Ja doch, klar! Du warst auf meiner Highschool, oder? Du bist Donnys Bruder. Ich versuchte so gut es ging, mein Pokerface zu wahren und zu verstecken, was für ein Stich ins Herz mir das gerade versetzt hatte, als dieses Arschloch den Namen meines Bruders fallen gelassen hatte. Es war noch nicht die Zeit, meine Karten auf den Tisch zu legen, und zumindest hatte ich ihn zum Reden gebracht. Du hast gesagt, dass jemand darauf aus ist, dich zu töten. Warum sollte jemand deinen Tod wollen? Hast du etwas angestellt? Weißt du, wenn ich hier rauskomme, werde ich dir das Gesicht ausschlitzen. Von hier... Von der anderen Seite des Tisches zeigte er auf die Stelle direkt über meinem rechten Auge. Nach hier! Er zog die Spitze seines Fingers langsam nach unten zu meinem Hals. Ich atmete langsam durch. Ich bin kein Polizist oder ein Anwalt. Nur eine interessierte dritte Partei. Davon gibt es in dieser Stadt recht viele, nicht wahr? Was meinst du damit? Spencer entspannte sich in seinem Stuhl und lehnte seinen Kopf zurück, um an die Decke zu starren. Mann, komm schon! Frag mich einfach, was auch immer du fragen willst, okay? Ich fange an zu glauben, dass du vielleicht nichts weißt. Vielleicht hat der Sheriff übertrieben, als er dich als harten Hund beschrieben hat. Du bist doch eigentlich nur ein Kerl, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und zu dumm ist, unschuldig auszusehen. Spencer sah mir in die Augen und brachte ein kurzes, staccato-artiges Lachen hervor. Jetzt versuchst du ernsthaft, meinen Stolz und mein Ego zu kränken, Regan. Das hier ist kein Anfängerunterricht. Ich saß jahrelang auf der anderen Seite. Herrgott, ich habe Al-Qaida in einer Wüstenhöhle verhört. Scheiße, dieses Arschloch hatte mich durchschaut. Schau, fuhr er fort. Ich werde dich nicht verarschen. Hör auf, um den heißen Brei herumzureden und stell mir einfach deine verdammte Frage. Dieses Arschloch hatte jetzt die Zügel in der Hand und wir beide wussten es. Was schadet es also? Es einfach einmal zu versuchen. Weißt du, was mit meiner Nichte passiert ist? Vanessa? Spencer hielt seine beiden Handflächen hoch. Soll das ein Nein sein? Fragte ich. Das soll ein Lass uns ins Geschäft kommen sein, Clarice. Quid pro quo. Du weißt schon. Okay. Was wollen Sie, Dr. Lecter? Und was noch wichtiger ist, was bieten Sie an? Ich kann dir genau sagen, wo sich ein bestimmtes vermisstes Teenager-Gehör auffällt, wo du sie finden kannst. Und du kannst sie dann selbst fragen, was passiert ist. Ich kann dir sogar eine verfickte Karte zeichnen, wenn du willst. Aber im Gegenzug will ich etwas von dir. Etwas Kleines. Etwas, was du nicht vermissen wirst. Mein Herz klopfte. Es bedurfte jedes bisschen Zurückhaltung, um nicht über den Tisch zu springen und die Antworten aus mir herauszuwürgen.
Okay, sagte ich. Nenn deinen Preis. Spencer lehnte sich vor und sprach jede Silbe betont aus. Ich will einen deiner Zähne. Er lächelte und lachte dann wieder. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Das ist alles, was ich will. Ich möchte, dass du dir einen Zahn aussuchst, egal welchen, und ihn dann für mich herausziehst. Du hast doch Dutzende davon, oder? Wirst du einen wirklich vermissen? Ich glaube nicht. Du ziehst dir einen Zahn für mich und ich werde dir im Gegenzug genau sagen, wo du sie finden kannst. Ich hoffe, du brennst in der Hölle, du Stück Scheiße. Wirklich? Du schätzt deine Zähne also mehr als deine eigene Familie? Gut, dass dein Bruder nicht mehr lebt, um diese Entscheidung mit anzusehen. Ich wusste, dass er mich provozieren wollte. Und ich wünschte, ich wäre schlauer gewesen. Aber das war ich nicht. Ich sprang so schnell von meinem Stuhl hoch, dass dieser durch den Raum flog. Ich schwang einen wilden rechten Haken, der vermutlich seinen Kiefer gebrochen hätte, wenn er dann getroffen hätte. Aber er wich ihm um nur einen Zentimeter aus, packte meine Faust und benutzte meinen Schwung, um mich über den Tisch zu ziehen. Mein Gesicht traf auf das kalte Metall und bevor ich mich versah, hatte er seinen Arm unter meinem Kinn eingehakt. Mit einer einzigen Bewegung drehte er mich auf den Rücken und legte seinen Arm gegen meine Luftröhre. Drückte immer fester, bis ich langsam das Bewusstsein verlor. Und ich versuchte zu schreien, aber es gab keine Möglichkeit, die nötige Luft dafür zu holen oder rauszupressen. Die Welt wurde schwarz und ich wusste, dass ich erledigt war. Dieser Hurensohn war schneller und stärker, als ich es je erwartet hätte, und ich bin froh, dass ich mehr Glück als Verstand hatte. Ich habe nicht gehört, dass die Deputies hereingekommen waren, aber hätten sie auch nur ein paar Sekunden länger gewartet, wäre es vielleicht um mich geschehen gewesen. Als sie mir aus dem Raum halfen, entfuhr Spencer ein lautes, belustigtes Kichern, das mir bis in den Eingangsbereich folgte. Es war bereits dunkel, als ich das Revier des Sheriffs zusammengeflickt verließ, und ich hatte beschlossen, den Rest des Tages damit zu verbringen, mich abzuschießen. Dieses Arschloch hat fast gestanden, dass er Vanessa getötet hatte, aber es war ihm nicht genug gewesen. Er musste es mir unter die Nase reiben. Und ich habe es zugelassen. Ich hatte also das Wer gelöst. Blieb nur noch das Wie, Wo und Warum. Aber muss es bei so einem Typen überhaupt ein Warum geben? Mit diesen Informationen in der Tasche hatte ich es nicht allzu eilig zurückzugehen und mit Jamie zu sprechen. Die einzige Bar in der Stadt war wegen irgendeinem Bullshit-Feiertag geschlossen. Also beschloss ich, allein zu feiern. Ich fürchtete, dass die Flasche meiner Reisetasche vielleicht nicht ausreichen könnte, also machte ich mich zurück auf den Weg zu der heruntergekommenen Tankstelle am Rand der Stadt. Der Sheriff war sauer auf mich wegen dem, was passiert war, und ich kann es ihm nicht verübeln. Ich habe die Fassung verloren. Und das darf man nicht, wenn man auf der Seite des Gesetzes arbeitet. Was ich vorerst auch tat. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, wie schwer es sein könnte, mit dem Mord an Spencer davonzukommen, solange er in Haft war. Als ich die Tankstelle betrat, schaute der Angestellte hinter der Theke nicht einmal aus dem Buch auf, das er gerade las. Er war deutlich jünger als ich, hatte aber Augenringe, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ein paar Krücken lehnten an der Theke neben ihm. Ich nahm mir eine Flasche Whisky und eine Packung Zigaretten, und als er mich abkassierte, fragte ich ihn: Hey, kennst du ein gutes Hotel in der Nähe? Nein, sagte er einfach, als er mir mein Wechselgeld gab und sich wieder seinem Buch widmete. In Ordnung. Dankeschön, Herr Persönlichkeit. Als ich zurück in meinem Auto war, versuchte ich, den nächstgelegenen Ort mit einem billigen Hotel zu finden, wurde aber daran erinnert, dass dieser Teil der Stadt kein Netz hatte. Alles, was ich in diesem Moment eigentlich tun wollte, war trinken, duschen und schlafen. Nachdem ich eine Minute darüber nachgedacht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich auch nur mit zwei davon leben könnte. Nachdem ich ausreichend betrunken war, stellte ich meinen Sitz in eine etwas waagrechtere Position und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Ich wachte am nächsten Morgen noch ein wenig betrunken auf, als mein Handy klingelte. Ich war verwirrt, als ich auf dem Display las, wer mich da anrief. Donny, Handy. Es klingelte noch ein paar Mal, während ich versuchte, mich an alles zu erinnern. Wo war ich nochmal? In meinem Auto. Was war gestern passiert? Die Schwermütigkeit war im Handumdrehen wieder da. Vanessas Mörder saß irgendwo in einer Zelle und lachte über mich. Das Telefon klingelte weiter. Ich schaute noch einmal nach, aber dieser Teil ergab immer noch keinen Sinn. Wer ruft mich vom Telefon meines Bruders an? Und wie? Ich ging ran. Hallo? Hey, Harry, das ist schon eine Weile her, was?
Was zum Teufel? Was zum Teufel soll dieser Scheiß? Wer ist da? Ich höre dich sicher gar nicht ab. Ich habe schon eine ganze Weile versucht, deinen Bereich zu erreichen. Ich habe dir eine Frage gestellt. Wer bist du? Du weißt, wer ich bin, Eric. Mein Bruder ist tot und wenn ich dich finde, werde ich dafür sorgen, dass du es auch bald bist. Du musst immer allen noch abgeholt machen, was? Erinnerst du mich noch an Merlin? Merlin. Ich hatte schon lange nicht mehr an ihn gedacht. Als wir Kinder waren, taten wir manchmal so, als wären wir Superhelden. Wir wechselten uns ab, damit wer den Bösewicht spielt und ich wollte immer Batman oder Wolverine sein, aber Donny wollte immer ein Zauberer namens Merlin sein. Er begann seine eigene Mythologie über die Figur. Ein Zauberer, der durch die Zeit reist und mein Motorrad fuhr. Als ich ein wenig zu alt wurde, um mit ihm zu spielen, fing er an, Comics über den Kerl zu zeichnen. Ich habe es ihm nie erzählt, aber ich hatte sie gefunden und ein paar davon gelesen. Sie waren ziemlich beeindruckend. Jeder könnte von Merlin wissen. Würde jemand wissen, dass ich in meinem Juniorjahr ein Auto gestohlen habe, aber du die Schuld dafür auf dich genommen hast. Eine Kälte lief mir über den Rücken und plötzlich fühlte sich das Auto viel zu eng für mich an. Ich öffnete die Tür und versuchte auszusteigen, aber ein Schwindelanfall brachte mich fast zu Fall. Ich hielt mich am Dach des Fahrzeugs fest, bis es vorbei war. Dann hielt ich mir das Telefon wieder ans Ohr. Wer bist du? Ich sag dir doch, ich bin es. Sag mir die Wahrheit. Ich habe gesehen, wie mein Bruder gestorben ist. Ich habe gesehen, wie sein Körper gegen den Boden geschleudert wurde. Ja, ich bin gestorben. Und dann kamen sie zu mir und brachten mich hierher. Wo ist hierher? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass sie dich beobachten. Sie beobachten mich, seit du zurück bist. Ich glaube, sie haben genug zu entschieden, was sie dir machen werden. Uns beiden läuft die Zeit davon. Du musst Vanessa finden, bevor sie zu dir kommen. Sag meinen Kindern, dass sie sich. Es gab ein lautes Knistern in der Leitung, dann wurde die Verbindung getrennt. Ich starrte viel zu lange wie ein Idiot auf das Display und tat dann das Einzige, was mir in den Sinn kam. Ich habe die Nummer zurückgerufen. In genau diesem Moment hörte ich ein Handy klingeln. Von irgendwo hinter der Tankstelle. Dieser Mistkerl war hier. Ich rannte in Richtung des Klingels. Es war schwierig zu sagen, von wo es genau kam, aber ich war mir sicher, dass es irgendwo aus dem Wald kam. Ich rannte also direkt in den Wald und machte eine mentale Notiz auf dem Weg, dass ich mir später noch den Flecken mit frischer Erde neben den Müllcontainern anschauen sollte. Es sah so aus, als wäre dort kürzlich etwas begraben worden. Aber ich konnte mir die Ablenkung jetzt nicht leisten. Wie oft hat das schon geklingelt? 4, 5 Mal? Das Läuten ging weiter, jetzt von irgendwo viel tiefer im Wald. Ich folgte dem Geräusch und versuchte genau zu bestimmen, woher es kam. Als ich weiter hineinlief, wurde das Läuten immer mehr zu einer Art Echo, das von überall um mich herum zu kommen schien. Ich schaute auf das Telefon in meiner Hand und sah die Nachricht. Kein Netzwerk erkannt, nur Notrufe. Das Klingeln wurde lauter und dann wurde es zu etwas anderem. Nicht mehr ein Klingeln, eher eine Art lautes Zirpen, wie irgendein Insekt. Dann verwandelte es sich in ein ohrenbetäubendes Geräusch, irgendwo zwischen einem Brüllen und einem Schrei. Von allen Seiten. Ich steckte das Telefon ein und griff instinktiv nach meiner Waffe. Aber sie war nicht da. Ich hatte sie im Auto gelassen. Schaut, ich weiß, wie das klingt. Es ist verrückt. Und ich werde nicht so tun, als wäre es das nicht. Aber die ganze Sache wurde nur noch schlimmer. Die Temperatur in diesem Ort begann zu steigen, als wäre ich neben einem unsichtbaren Feuer, welches bereit war, den ganzen Wald zu verzehren. Ich hatte das Gefühl zu brennen und dass ich kurz davor war, lebendig gekocht zu werden. Meine Kampf- oder Fluchtreaktion drehte auf. Ich wählte eine Richtung und rannte so schnell wie möglich. Die Hitze ließ immer mehr nach, als ich über Stämme, Äste und Gräben sprang und schließlich endlich eine Lichtung fand. Meine Lungen waren bereits zu explodieren, als ich aufhörte zu rennen. Ich fiel auf die Knie und übergab mich. Ich hatte nicht lange, um mich zu beruhigen, bevor ich etwas hörte, das im Wald vor mir knirschte. Ich stemmte mich auf die Füße und durchsuchte die Lichtung nach irgendeiner Art von Waffe, aber es gab nichts, was den Namen verdient hätte. Nicht ein Stein oder ein anständiger Stock oder gar ein Baum in der Nähe, hinter dem man sich verstecken könnte. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, in die Mitte dieser Lichtung zu rennen? Ich war fast genau in der Mitte eines perfekten Kreises von der Größe eines Tennisplatzes. Keine Bäume, nur kniehohes Gras. Im Grunde genommen saß ich auf dem Präsentierteller. Das, was ich dann da sah, war, um es bestmöglich zu beschreiben, ein riesiger, fast 2 Meter großer Mann, der ein braunes Teddybär-Kostüm trug. Komplett mit einem riesigen Filzkopf und schwarzen Knopfaugen von der Größe einer Untertasse. Er sah aus wie eine Art Albtraum-Schuhmaskottchen und war mit Schmutz und Blättern bedeckt. Als er mich sah, fing er an, aufgeregt zu winken. »Hey«, sagte ich unsicher.
Dann hob er seine beiden Mittelfinger in meine Richtung und tanzte ein wenig. Hey Mann, ich hab mich irgendwie verlaufen. Der Bär sagte nichts. Er zeigte nur auf mich, dann auf seinen Schritt und fing an, sein Becken rhythmisch zu bewegen. Gott, wie sehr ich mir gewünscht hätte, jetzt meine Waffe dabei zu haben.